Schnelligkeit siegt. Bei einem richtig guten Immobiliendeal ist es extrem wichtig, dass du sehr schnell handlungsfähig bist. Finanzierungsthemen haben wir in einem der letzten Videos schon behandelt, aber Bewertungsthema behandeln wir heute. Du musst ganz schnell wissen aus dem Bauchgefühl raus, wenn es ein guter Deal ist. Der kommt auf den Tisch, du musst sauschnell wissen, go for it oder nicht. Wenn ja, warum? In diesem Video spreche ich darüber, wie du eine Immobilie quick and dirty bewerten kannst, wie ich das mache aus dem Bauch heraus. No risk, no fun, sage ich so viel schon mal am Anfang mit dazu. Weil wenn du bereit bist, ein Risiko einzugehen, weil irgendwas nicht ganz komplett geklärt ist, aber die Upside viel größer ist als die Downside. Ja, du musst immer die Einstiegs-, Ausstiegskosten beides kennen. Was ist, wenn du es nicht mehr losbekommst? Du musst es behalten, musst du dich auf alles drauf einstellen. Wie gesagt, no risk, no fun. Ich mache hier eine quick and dirty Bewertungsmöglichkeit, wie man das schnell und einfach regeln kann und aus dem Bauch heraus entscheiden kann, wenn die Finanzierung natürlich schon gesaved ist. Weil wenn die Finanzierung nicht gesichert ist und nicht geklärt ist und du kannst so schnell und so gut bewerten, wie du willst, wenn du es nicht kaufen kannst, dann bringt das alles nichts. Deswegen ist Finanzierung der Grundbaustein oder das Eigenkapital, mit dem du die Wohnung bezahlen kannst, dass es da ist. Sonst brauchst du das alles gar nicht so schnell, weil da kommt einer ums Eck, der hat schon alles geregelt, was die finanzielle Seite angeht und der macht eine quick and dirty Bewertung, wie wir es jetzt hier gleich durchgehen, Step by Step, und weg ist der Deal. Umso besser der Deal, desto schneller ist er in der Regel weg und dementsprechend gewinnst du hier, wenn du Speed on the Street hast. Ich mache das jetzt mal am Beispiel einer Eigentumswohnung, ja, weil wir reden hier manchmal auch von Mehrfamilienhäusern, manchmal von Investmentimmobilien im größeren Volumen, aber heute machen wir diese Bewertung anhand einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Als erstes holt man sich mal den ersten Eindruck. Den ersten Eindruck hole ich mir aber nicht in der Wohnung und auch nicht in der Straße, sondern im Haus. Man schaut sich mal das Haus an, wie sieht das Haus aus von außen, kommt da in der Zukunft was auf einen zu, was die Sanierung der Fassade, der Fenster, der Außenanlagen, des Daches angeht oder passt es halbwegs? Zweiten Step, schaut man sich mal ins Haus innen rein, kommt da was auf einen zu oder nicht? Wenn man ins Haus reinläuft, hat man einen guten Eindruck im Treppenhaus, riecht es da nach Rauch, stehen da die Schuhe im Treppenhaus rum, ist da unordentlich, ist da dreckig, ist da laut, ist da einfach ein guter oder ein schlechter Eindruck? Das ist so der erste Step. Wie ist der Eindruck des Hauses auf dich, der erste Eindruck, wie wirkt er auf dich? Positiv oder negativ? Im zweiten Step, das ist auch was, das man schon im Vorfeld prüfen kann, sofern möglich und vorhanden. Und zwar oftmals sind die Unterlagen nur teilweise oder unvollständig vorhanden, wenn der Deal sehr, sehr günstig ist und off-market verkauft wird, weil oft die Eigentümer einfach die Sachen nicht haben, der Makler hat keine Lust, das zu besorgen, wie auch immer, die Gründe sind unterschiedlich. Aber wenn du in der Lage bist, anhand auch mangelnder Unterlagen einen Kauf zuzusagen, also wenn man finanzieren muss, ist es schwierig, weil die Bank das haben will. Wenn du aber aus Eigenmitteln bezahlst, kannst du ohne Unterlagen kaufen. Du kannst Energieausweis ist natürlich Pflicht, weil das mittlerweile beim Notartermin Pflicht ist, aber all die anderen Sachen, Protokolle, Rücklagen, Sanierung am Objekt, Mietvertrag und so weiter, das brauchst du alles nicht, wenn du aus Eigenmitteln bezahlst. Dementsprechend bist du in extremem Vorteil, wenn du aufgrund eines Bauchgefühls kaufen kannst, ohne dass die Unterlagen wirklich physisch da sein müssen, weil die kann man im Nachgang immer noch besorgen, aber wenn man die besorgen muss vor dem Kauf, dann ist der Zug schon lange abgefahren. Da geht natürlich auch ein gewisses Risiko mit einher und eine Einschätzung aus eigenem Können muss man da haben vom Objekt, um zu sehen und abzuschätzen, kommt da was Fettes auf einen zu oder nicht. Als nächstes kommen wir zum dritten Step, der innere Check, die Innenbesichtigung, falls möglich. Wir haben tatsächlich auch schon Objekte ohne Innenbesichtigung gekauft, mit halt einem sehr großen Upside-Potenzial, weil wenn man einfach mit dem Worst Case rechnet, alles durch, ja, Kernsanierung notwendig, Miete kommt nicht und so weiter. Das ist der Worst Case. Wenn wir den haben, dann kann man trotzdem kaufen. Man muss aber halt wissen, no risk, no fun, ja, ganz klar. Und wenn eine Innenbesichtigung möglich ist, kann man ja schauen, wie ist die Wohnung im Zustand, muss man, was kommt auf einen zu und wie ist das alles dort, funktioniert das Wasser, kommt Druck raus, warm, kalt, kommt Strom aus der Steckdose raus, sind die Fenster halbwegs in Ordnung und so weiter. Das ist so das, was man bei einer Besichtigung auf jeden Fall innerhalb der Wohnung checken kann. Aber in der Regel kann man das dann halt extrem gut und einfach einschätzen, wie viel das kostet, alles auf den Stand zu bringen. Die Hausthematiken, was ich vorher gesagt habe im ersten Step, das ist schon eher was, was man nicht so gut im Griff hat und auch für viele Investoren ein großer Nachteil im WEG-Bereich, also im Wohnungseigentümergemeinschaftsbereich. Wer da kauft, hat halt viele Fremdeinflüsse. Wenn alle anderen eine andere Meinung haben wie du als Miteigentümer, dann musst du halt mitmachen, mitgehangen, mitgefangen. Wenn du das ganze Haus hast, kannst du selbst Entscheidungen treffen, Dach, Fassade,
Heizung, was mache ich da? Aber wenn du da komplett mit drinne bist in so einer WEG, dann bist du halt mit im Boot. Das nächste, was du halt checken kannst, ist die Mietsituation. Die Mietsituation innerhalb der Wohnung, leerstehend, wohnt da der Eigentümer drin, der geht in Mietverhältnis über, Sale and Lease Back nennt man das im Gewerbeimmobilienbereich, oder zieht der aus, wird leer übergeben oder ist sie schon leer, wenn sie schon bewohnt ist, ist halt extrem schwierig mit der Besichtigungskoordination und so weiter. Dementsprechend einfach mal rein gucken, wenn es möglich ist, wie ist die Mietsituation. Wenn es vermietet ist, dann rechnen die meisten anhand eines Ertragswerts. Das heißt, die rechnen über die Miete rückwärts einen Wert aus, was sie zahlen können wegen der Finanzierung. Bei leerstehenden Wohnungen rechnen die Leute mit Sollmieten, also die anderen Interessenten außer du natürlich, ja wahrscheinlich, mit Sollmieten und was kann ich maximal bezahlen, damit halt der Ertrag passt, um die Kosten zu tragen. Und was halt eigentlich der immer noch meiner Meinung nach der geilste Deal ist, wenn du halt eine Sachwertbewertung machst, wie viel hat die Sache wert und was ist es, was ich bezahle. Und umso schlechter die Miete, desto höher ist eigentlich der Sachwert, aber der Ertragswert ist halt viel niedriger wie der Sachwert. Dementsprechend tun alle anderen Interessenten viel weniger bieten, als du theoretisch bezahlen kannst, um halt langfristig Gewinn zu erzielen. Das Geld fließt in der Regel immer von dem Ungeduldigen zu dem Geduldigen. Das dauert halt immer seine Zeit, das ist ein bisschen ein Quotenspiel, aber das soll man auf jeden Fall richtig einschätzen und anschauen. Das vierte ist dann, das Potenzial zu bewerten. Dass du das Potenzial nach der Besichtigung mit den Mietsituationen, mit den Unterlagen und so weiter richtig bewertest. Und was ist dein Business Case? Kaufst du die für den Bestand? Kaufst du die zum Fix and Flip? Kaufst du die erstmal mittelfristig in den Bestand, um sie irgendwann später zu verkaufen? Wie lang ist etwa die geplante Haltedauer? All das kannst du anhand der schnell vorliegenden Informationen innerhalb von 10 Minuten, wenn du es ein paar Mal gemacht hast, bewerten. Dann gibt es noch ein paar Webseiten, wo man auch drauf zugreifen kann. Ich nutze da meistens entweder den ImmoScout Preisatlas oder Homeday. Ich gehe mal kurz rein hier. So, jetzt bin ich hier mal drinne im Homeday. Habe jetzt einfach mal irgendeine Straße eingegeben in Stuttgart, Weserstraße, Münster. Irgendwas als Referenz. Dann steht halt hier ein durchschnittlicher Kaufpreis dort. Kommt natürlich darauf an, auch aufs Haus. Ist das Haus, wie gesagt, ein Ranzhaus oder nicht? 5,5 auf einen Meter kann man hier durchschnittlich sehen. Beim ImmoScout Preisatlas, wenn ich da jetzt mal reingucke, Weserstraße, ist hier so grün, das heißt so ungefähr so 4.000, bisschen drüber. Mal hier. Ah ja, hier kann man es aussehen. Hier 4,1, das sagt 5.000. Muss man halt immer wissen, warum ist das hier weniger, warum ist das andere mehr. Muss man so ein Pi mal Daumen zwischen Mittelwert sich überlegen, was ist denn realistisch, was ist eine Miete realistisch in diesem Ding. 12, 13 Euro. Man sieht schon, die Mieten steigen extrem an im Vergleich zum Kaufpreis. Die sind ja hier runtergegangen laut ImmoScout Preisatlas und hier bei Homeday schaut es ähnlich aus. Also hier sind wir halt sogar bei 14,80 Miete, hier sind wir bei 12,90. Da muss man sich halt auch ein Bild machen anhand vorhandener Angebote, einfach mal reinschauen, was ist denn so inseriert bei den Portalen an Objekt, dass man halt Pi mal Daumen eine Abschätzung kriegen kann, was die Kaufpreise angeht, was sind andere Objekte am Markt aktuell wert oder nicht wert, sondern also was werden die angeboten, zu welchem Tarif und was sind so die Mietobjekte, die da angeboten werden. Also hier sieht man, Mietpreisentwicklung übelst hoch, ja, und Kaufpreisentwicklung runter. Das gleicht sich jetzt an. Die letzten zwei Jahre war halt so eine riesen Diskrepanz zwischen Rendite und Miete und Kaufpreise und so weiter. Jetzt gleicht sich es wieder an. Die Kaufpreise gehen langsam runter, die Mieten hoch. Das heißt, die Ertragswertberechnungen kommen langsam wieder zusammen, was zu höheren Transaktionsvolumina führt. Aber das ist jetzt nicht das Thema des Videos, sondern wie kannst du Quick and Dirty bewerten? Ich fasse zusammen. Erstens, der äußere Eindruck des Objekts und wie ist das Haus? Wirkt es gut oder schlecht auf dich? Zweites Thema, der Unterlagencheck. Sind die Unterlagen gut oder nicht? Sind sie vollständig vorhanden oder nicht? Falls nein und du kannst Cash zahlen, sitzt du an einem sehr, sehr langen Hebel. Drei, der innere Check. Wenn du reingehst in die Wohnung, wie sieht die aus? Wie viel Geld brauchst du für die Instandsetzung auf
Stand der Technik wieder heute, dass es passt zum Gut vermieten? Und wie ist die Mietsituation? Ist die Mietsituation gut oder schlecht? 4. Potenziale bewerten. Was ist da der Business Case, der beste, den du fahren kannst? Buy and hold, fix and flip, buy and wait and flip. Was dieser drei Optionen ist die, die du eingehen willst? Wie bezahlst du das Ganze und wie hoch ist das Potenzial? Wie gesagt, no risk, no fun. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei solchen Deals und sag mir Bescheid, wie du immer deine Immobilien bewertest. Schreib mir mal in die Kommentare, welche Tools du zu deiner Immobilienbewertung nutzt. Ich habe jetzt extra bewusst 2 kostenlose Möglichkeiten erläutert. Natürlich gibt es auch kostenpflichtige, aber sagt mir gerne mal Bescheid, welche Möglichkeiten ihr zu eurer Immobilienbewertung nutzt. Viel Erfolg und viel Spaß beim Immobilienkauf.